Ah! Das bringt es, wenn man das CD da verkauft. Wir haben keine Ladenbalken mehr. Also diese. Wo das CD-Laufwerk halt abgebildet war. CD wird gelesen, heißt das, hieß es, glaube ich. Die Frau sieht wahrscheinlich immer noch nur alles schwarz. Hier können wir mal abspeichern. Blink. Spiel gespeichert. In Sicherheit. Kann auch nicht in Sicherheit speichern, ich weiß nicht. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass das gerade eben bei Skype eine Person war, die mich darauf hinweisen will, dass ich genau 40 Minuten jetzt gespielt habe. Ich weiß es nicht. Gute Arbeit. Jetzt, wo ihr das ganze Amulett habt, übrigens, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich die Stimmen synchronisiert habe, es ist zu lange her. Könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten? Sie befindet sich östlich von Aogai, gleich hinter dem Fluss. Viel Glück. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das Flugdingsbums haben darf. Das bringt mir nichts. Östlich war, wenn ich wieder rechts, also da, hier, wo ich eben war, rausgehe, oder? Nicht unten rausgehen. Oder? Ach, warum sagt mir eigentlich niemand von euch, also wahrscheinlich habt ihr es mir sowieso schon gesagt, dass ich die Maus mitten im Bildschirm habe? Mir ist sie nicht aufgefallen. Ich hoffe, sie stört euch nicht zu sehr. Wenn doch, tut es mir schrecklich leid, ich habe es einfach vergessen. Ich verstehe nicht, warum dieses Spiel die Maus nicht einfach ausblendet, weil man kann sie eh nicht benutzen. Da war ein Hänger. Yay. Ich habe aber alle Packungen. Aha. Ah, das sind die Viecher aus Dingsbums. Heimat, erstmal wieder. Aus Mario. Nur die Packungen. Wenn ich mich recht entsinne. Und dann kannst du einfach mal. Bam! Bam! Ja. Ich habe gerade echt, ob wir noch irgendwas kaufen konnten. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Oder mir fällt nichts ein, was ich übersehen haben könnte. Ach, die Random Fights. Ich habe ganz vergessen, dass es die gibt. Und wieder auf. Ah, nee, nicht nur auf ihn. Das ist aber schön. Erstes Viech weg. Ach, das war doof. Weil jetzt brauchen wir noch einen dritten Schlag. Komm, dann darfst du nochmal heile, heile Gänschen machen. Und du horchst auf und Fujikato. Und wieder Geld und EP bekommen. Ich glaube, hier unten müssen wir eigentlich hin, oder? Ich weiß es nicht. Und Artuo. Artuin meine ich natürlich. Und zwei Somba. Die sehen echt aus wie diese Viecher aus Mario, ganz ehrlich. Absolut. Nein, nicht. X-Kristall auf Arduin. Dann kommt Klink auf das Viech drauf. Du heilst euch beide nochmal. Und zu guter Letzt. Bam. Okay, hätte klappen können. Sollte wohl nicht. Ich frage mich gerade, ob man eigentlich auch sich selbst angreifen kann in dem Spiel. Weil bei Final Fantasy geht das. Man kann dann statt der Gegner sich selbst auswählen. Und dann macht man sich selbst Schaden. Was sehr praktisch sein kann. Ich weiß nicht, ob es gibt ja diese Spezialfähigkeiten bei Final Fantasy von jedem Charakter. Und die werden normalerweise halt nur aktiviert, wenn man eine gewisse Menge an Leben hat. Also eher gesagt, eine gewisse Menge an Leben nicht hat. Und deswegen kann man dann entweder, gibt es nachher einen Zauber, mit dem man dann machen kann, dass man diese Fähigkeiten direkt benutzen kann. Oder man haut sich einfach auf die selbst auf die Fresse, um in den Bereich der Leben zu kommen. Was sehr praktisch sein kann, wenn man relativ schwache Gegner noch hat. Also, relativ schwache heißt, oh, Angriffswert ist gestiegen und Verteidigungswert von ihr. Ist wunderbar. Relativ schwach heißt einfach, dass man Gegner hat, die die Gegner sind halt immer stark entsprechend der Level der Eigencharaktere. Ist bei dem Spiel halt so. Und wenn man dann noch nicht so stark ist, ist es halt so, dass dann die Gegner auch noch nicht so stark sind. Wenn man aber einen Charakter hat, mit besonders vielen Leben, kann man den halt relativ leicht auf diesen Bereich kriegen, wo er dann seine Spezialfähigkeit nutzen kann. Was nämlich immer prozentual seiner gesamten Leben ist. Und dann kann er die Fähigkeit benutzen. Ach, scheiße. Die Fähigkeit benutzen und lebt trotzdem noch relativ lang im Vergleich zum Rest.
und dann gehen diese ganzen Kämpfe einfach viel, viel einfacher. Das Kristall. Und es wäre schön, wenn das Ganze jetzt ein bisschen flotter von der Runde geht, weil es bringt uns nichts mehr. Glaube ich. Nicht ins Sinn zu tun. Ins Sinn zu tun. Deutsche Sprache und so, ich weiß. Also, nach Osten. Ah, wo ist mein Zaubergegner 0? Ich vermisse ihn. So, Keres, du musst mal nochmal hier. Und so, steht sich. Klink, hau ihm auf die Fresse. Und Keres, walte deines Amtes. Sie hält 21, ist eine Menge, eigentlich. Die Frage, ob es reichen wird für die größeren Kämpfe nachher. Weil ich gehe fest davon aus, dass das nachher stärkere Gegner wird als hier so ein Arduin. Und da haben wir wieder unsere Pakun. So, und ein Pakun weniger. Und ich glaube, Keres, du darfst jetzt mal wieder. Übrigens, warum ihr halt euch fragen solltet, warum ich die Tränke gekauft habe, obwohl ich auch heilen kann, ist es halt doch sinnvoller, wenn man ab und zu auch mal einen Trank einwerfen kann. Zum Beispiel, wenn Keres gerade am Boden liegt und Klink wenig Leben hat, klar, man könnte dann eine Phönixfeder benutzen, aber dann könnte es auch passieren, dass beide draufgehen. Da ist ein Türmchen. Ich glaube, das Türmchen ist das, wo ich hin möchte. Oh man, hätte es auch draufgehen können. Nicht das. Das auf dieses Viech. Du haust da nochmal drauf. Du heilst euch beide nochmal. Und Klink darf nochmal zuhauen. Ich glaube aber, sie darf nochmal zaubern, ne? Nein, ist schon vorbei. Schildkrötensuppe, ihr habt 10 Arduin getötet. Cool. Achso, ich dachte schon. Was passiert jetzt? Huch! Das ist der Typ, den ich eben meinte, auch von der Karte. Ihr seid es also. Ihr seid das Böse, das meine Heimat verwüstet. Geil mit dem Mond. Ist das der Mond? Ja, mit dem Mond im Hintergrund. Nennt mich einfach Zephyros. Sehr einfallsreicher Name für einen Gegner. Ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Aber all eure Mühen sind umsonst. Eure lächerlichen Kräfte sind nichts gegen meine eigenen. Ich beweise es euch, und zwar jetzt. Achso, das ging mal schnell. Er macht 20 Schaden. Was ich mich gerade frage, ist, wenn man ganz viel levelt, so, wird man ja immer stärker. Ist das, man kriegt den dann irgendwann einfach so besiegt? Also, ohne Probleme so? Ohne langen Kampf, oder wird er dann auch stärker? Also wie ist das hier programmiert, ist die Frage. Du haust drauf. Und du heilst nochmal. Ja, mir kriegt irgendwie gerade zu viel Schaden. 11 Schaden ist aber nichts. Da haut der mit mehr rein. Trank? Lohnt sich noch nicht. Tränke soll ich mir für Notfälle aufheben. Was ich machen könnte, ist einfach ein paar Mal mit beiden angreifen. Weil sie, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden an ihm macht. Und dann einfach schnell einen Trank einwerfen. Mal gucken, ob das klappt. Ohne, dass sie jetzt direkt drauf geht. So. Danke für deine... Dass du so lädt ihn an. Nein. Ach Mann. Ja. Entschuldigt mich für diese Scheiße da rechts unten. Ich werde das gerade einmal entfernen. Einen Moment mal bitte. Ja, und da bin ich wieder. Es tut mir schrecklich leid für diese Aufnahme heute. Es ist ja echt schlimm hier. Also, das geht ja echt nicht mehr. Wie viel hat das jetzt eigentlich geheilt? Ich weiß es gar nicht.
29, das reicht. Weil irgendwie ist das heute... Ist heute der Wurm drin und da ist die Maus ist schon wieder im Weg. Mann, oh Mann. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich hoffe, beim nächsten Spiel wird es besser. Das reicht! Ich habe genug von diesen Spielchen. Ja. Kame, Wisse, Wes? Besiegen? Kame, wir sind hier nicht bei Dragon Ball. Ha. Anscheinend doch. Gegenstände? Phoenix-Daune. Gegenstände? Phoenix-Daune. Okay, ist wohl nicht gewollt. Gegenstände? Trank. Halt mich um 50, das ist besser. Gegenstände? Trank. Kame. Hau drauf. Kameha. Soll man den Kampf nicht gewinnen? Weil irgendwie kann das ja gerade nicht sein. Der haut uns richtig fett rein. Und wenn wir dann mal nicht einen auf die Fresse bekommen, haut er uns noch fetter rein. Was soll denn der Scheiß? Schaden ist echt, Mal gucken, ob ich das Kamehameha noch überlebe. Und... Ha! 58. Und jetzt haut er nochmal zu und nimmt mich weg. Also es ist halt, sobald ich Keres wiederbelebe, haut er hier um. Also hier Gegenstände, Phoenix down. Haut er Klink auf die Fresse. Genial. Aber... Das könnte jetzt vielleicht klappen. Nämlich, wenn er jetzt angreift und sie jetzt wieder heilt. Aber ich fürchte einfach, dass sie beim nächsten Kampf haben. Ja. Einfach wieder drauf geht. Und. Bam! 90. Ich habe keine Gegenstände mehr. Und damit ist... Doch, eine Phoenix-Sonne. Einfach in meinen Stöpfchen. Und es ist Klink. Heil dich nochmal. Ach komm. Entweder ist er jetzt tot oder nicht. Ja. Komm. Bringt auch nichts. Ich weiß nicht, ob er den Kampf gewinnen soll. Wir werden es jetzt erfahren.